Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Smaragd-Edition. Wir sind immer noch in unserer Pflanzenmonolocke unterwegs und jetzt gerade offiziell ganz schnell unterwegs, um die Welt zu retten. Denn, naja, Kyoko und Geraldine sind erwacht und die mögen sich nicht sonderlich. A.k.a. die bekämpfen sich bis aufs Messer. Und wir sind diejenigen, die darunter leiden dürfen. Also holen wir jetzt ganz schnell Rayquaza, dann wird alles wieder gut. Und wir können unsere Quest fortsetzen. Glücklicherweise wissen wir auch ganz genau, wo Rayquaza ist, nämlich bei Flussbrunnen am Himmelturm. Hier müsste irgendwo die Abzweigung sein. Muss mal wieder Schutz draufpacken. Da. Naja, ich schätze, dann können wir uns gleich die Gegend bei Flussbrunnen angucken. Nehmen wir Banane mal ein bisschen. Oh, hi. Hier haben wir noch gar nicht gegen die Trainer gekämpft, ne? Und welche Zeit? Wir haben einen langen Weg vor uns. Ein bisschen EP steht uns ganz gut. Ah, du hast ja noch... Hast ja kein Bodyslam momentan. Du hast ja Zertrümmerer drauf. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile so bleiben. So halt. Ich meine, wir brauchen Zertrümmerer nochmal in der Siegestraße. Solange musst du es leider drauf behalten. Können wir halt nicht viel machen. Wir brauchen einen Zertrümmerer an der Siegestraße. Ich hätte auch gern Body Slam. Aber wir mussten uns leider entscheiden. Und Erle braucht ja auch noch seine Stärke. Aber das kriegen wir schnell hin. Ja, tarn dich nur. Ist mir egal. Besiegen mich trotzdem. So, hier sind wir vorhin lang geschwommen. Gibt's hier Trainer? Ja. Wir hätten mal warten sollen, bis die Sonne scheint, dann wird sie halt auch Sonnenschein im Kampf haben. Das können wir gerade für Lilie halt echt geil ausnutzen. Oh, ein Maschok. Was macht man mit Aeroas? Genug. Einigen wir uns auf genug Schaden. Das kriegt Banane auch ganz alleine. Dann müssen wir nicht auf Zwiebel wechseln. So halt, Lilie kann halt Solarstrahl einsetzen, wenn die Sonne scheint. Und das ohne irgendwie warten zu müssen, dass es sich aufladen muss. Wenn die Sonne scheint, kannst du das einfach so raushauen. Das ist halt mega cool. Und mega stark in dem Fall. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ein Kaboom. Das nehmen wir mit. Weiß gar nicht, ob wir noch irgendwelche Fleißpunkte investieren können. Schauen wir mal. Du kannst es nicht mehr. Oh, verdammt. Ich habe gefettfingert. Mein Fehler. Na bitte, bei Erle geht's noch. Erle ist so gut. Erle braucht kein extra Fleißpunkte-Training. Das ist auch so toll. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, wen ich die Erdbeben-TM geben soll. Sollten wir vor der Liga vielleicht noch verteilen? Die Attacke ist halt zu mächtig, um sie nicht zu nutzen. Mal sehen. Gucken wir mal kurz, wer die alles lernen kann. So halt Erde, Lotus und vielleicht Lilie. Ja, Lilie kannst du auch lernen. Also halt Erle hat halt schon Schaufler. Hier müssten wir dann Konfusstrahl rausnehmen. Und Konfusstrahl will ich, glaube ich, noch behalten. Auf der anderen Seite wäre es halt echt gut. Wenn wir Antikraft Erdbeben haben, haben wir eine ziemlich gute neue Kombi.
Ich glaube, hier wird sie so ein bisschen verschwendet bei 81 Angriff. Die Banane ist ja nicht mehr so unser Flieger als unser Kämpfer. Apropos, guten Tag. Dann macht das, glaube ich, auf Lilia am meisten Sinn. Lilia hat auch mehr Angriff als Banane. Wir können dann theoretisch auch Matschbombe rausnehmen. Wir haben dann ja Erdbeben als Hauptangriffsattacke. Und Antikraft. Erdbeben trifft sowieso mehr effektiv als Matschbombe. Und um andere Pflanzen-Pokémon zu treffen, haben wir immer noch Banane. So halt, Zertrümmerer können wir gerade nicht vergessen lassen. Und dann haben wir stattdessen Body Slam. Body Slam ist halt auch eine mega gute Attacke. Ja, ich glaube, das machen wir so. Vor allen Dingen beides hat man halt 10-mal, ne? Matschbombe weg und dafür Erdbeben. Ich glaube, das ist noch die bessere Entscheidung von beiden. Hier geht's eigentlich nach Prachtpolis City. Aber wir können die Trainer ruhig jetzt schon besiegen. So halt, dann sind wir die halt los. Ein Stern, du. So, mal Zauberblatt drauf einsetzen. Ja, tarn dich. Funktioniert nicht. Tarnung war, glaube ich, dass das Pokémon seinen Typ an den Kampfuntergrund anpasst. Und naja, da wir auf dem Wasser kämpfen kann und Sternu ein Wasser-Pokémon ist, kann es nicht zu einem Typ Wasser werden, weil, wie gesagt, das ist es ja schon. Deswegen geht die Attacke daneben. Lilia? Wärst du mal so freundlich? Die Sonne scheint gerade. Perfektes Wetter für dich also. Wir können auch Erdbeben einsetzen, tatsächlich. Ich meine, das ist effektiv gegen Tentoxa. Und Banane kann davon nicht getroffen werden, weil es ein Flugtyp ist. Ey, lass deine Tentakel mal schön bei dir. Das rütteln wir die beiden erstmal richtig gut durch. Das macht, glaube ich, mehr auf den Toxer als den Solarstrahl. Toll. Ich wollte eigentlich Solarstrahl einsetzen. Und dann haben die beide nur ein Pokémon. Das ist eine ganz schöne Enttäuschung, muss ich schon sagen. So, hier ist Prachtpolis City. Da kommen wir halt erst hoch, wenn wir den Orden haben. Aber wie gesagt, dann haben wir halt schon mal die Trainer erledigt. Das hat natürlich nicht so lange gedauert. Einmal wieder Schutz drauf. Gegen die haben wir gerade gekämpft, naja. Da ist noch ein Angler. Wir wollen ja gründlich sein, ne? So. Das haut rein. Wenn wir hier wenigstens schnell fertig.
Gott sei Dank hat Shintara eine schlechte Verteidigung. Habe ich schon erwähnt, dass Shintara eine schlechte Verteidigung hat? Ja, ich weiß, wir werden jetzt das öfter an Wasser-Pokémon sehen. Das gewöhnt euch an deren Stärken und Schwächen. Aber hier ist halt eine richtig gute Umgebung für uns. Oh. Ich habe gar nicht aufgepasst, das ist ja ein Weimar. Da hätten wir auch mit Zauberblatt drauf gehen können. Oder beziehungsweise sollen. Das hätte mehr Schaden gemacht. Naja, jetzt ist es zu spät. Tada! Erledigt. Das müsste zu einer Bastor sein. Hey, komm zurück! Anhalten! Wir warten, der kommt wieder. Sag ich doch. Jetzt müssen wir da nur noch durch. Also durch den Kampf und dann durch den Korridor Richtung Floßbrunn. So halt, der Weg nach Floßbrunn ist halt ein bisschen länger als der Wasserabschnitt, wo wir hier gerade sind. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Tata. Nur einfach nach unten. Schon sind wir auf dem richtigen Weg. Und schwupps ist das Wetter besser. Das ist halt irgendwie voll komisch, dass das nur auf den beiden Routen da oder halt bei den Routen auf dem Wasser bei Cineroville und Moosbach ist. So kaum geht's Richtung Floßbrunn, nichts. Ein bisschen seltsam. Naja. Das werden wir wohl überstehen. Schon witzig, dass du halt schneller ist als wir, obwohl es 10 Level drunter ist. Kann man mal sehen, wie schnell das Vieh ist. Wie gesagt, Haido ist ein mega cooles Pokémon für die siebte Arena hier. Genau wie Kributak. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich bin voll in die Sackgasse geschwommen. Wir warten mal kurz hier. Wie gesagt, sie kommen alle wieder. Ich frag mich, was das da sein soll, was da so zu seinen Füßen liegt. Das sieht aus wie ein kaputtgegangener Pokéball. Ich glaube, das soll eine Schwimmkappe darstellen oder so. Wir werden es nie herausfinden. Na, wenigstens geht der Kampf schnell. Irgendwie haben sie aber auch alle einen Stern, du. Aber ich glaube, so eine Wassermondlocke in Smaragd ist auch cool. So halt, es gibt eine riesige Menge an Auswahl. Wasserboden ist eine OP-Kombo in Höhen. So halt, das kann man zweimal haben. Einmal halt Sumpex als Starter. Und halt einmal... Vielleicht sollte ich mir da nicht wieder auf Linie wechseln. Und halt einmal noch Schmerbe, beziehungsweise Welser. So halt, wir können die Kombo zweimal kriegen. Mega gut. Dann gibt's noch Tohaido, Sidra King, Bareisa, Lanturn, Tohaido. Mega coole Auswahl. Melotic, wenn man es drauf anlegt. Gyarados. Ich glaube, das ist tatsächlich noch einer von den einfacheren. Halt gerade, weil es so viel Auswahl gibt. Und es gibt keine Pflanzen. Es gibt ja eine Elektro-Arena, aber mit Morabel kommt man da ganz easy durch. So halt, das hat den Bodentyp. Wie gesagt, Pflanzen-Arena gibt es nicht. Nur die Elektro-Arena.
Ich finde, wir sollten eine Pflanzenarena aufmachen. Wir schlagen uns voll gut. So halt im Baumhausen City, so halt, wo wir Wiebke entthront haben. Das wäre der ideale Ort. Ich meine, da gibt's so. Ist irgendwie voll komisch, dass man da eine Flugarena reingepackt hat. Eine Pflanzenarena wäre da halt auch nicht schlecht. So halt, das sieht da halt aus wie im Dschungel. Und dann ist da einfach eine Truhe, die halt Flug-Pokémon hat. Statt Pflanzen-Pokémon. Voll seltsam. Aber gut. Wir haben ja auch eine Psycho-Arena in Kanto, wo es den Sumpforden gibt. Was machen wir denn mit dir? Na, ich schätze, wir bleiben einfach bei Zauberblatt. Tja, ich schätze, da werden wir wohl eine Weile daran zu knabbern haben, wa? Oder es hat eine Weile an uns zu knabbern, je nachdem. Gesundheit, Garabas. Gesundheit. Ist eigentlich witzig. Banana hat zwei Attacken, die nie daneben gehen können. Zauberblatt und Aeroas. So halt, das sind seine beiden Hauptangriffsattacken. Aber Po ist braucht einen Trank. So. Dann geht's ihm noch viel besser. Ja, bitte. Ach, René, lass mich in Ruhe. Wir müssen die Welt retten, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Wobei, wenn man hier so ist, könnte man echt denken, alles ist in Ordnung. So, halt. Oh, das ist ein Doppelkampf. Den nehmen wir doch gleich mit. Das wäre halt so viel cooler, wenn die Auswirkungen so auf der ganzen Region zu spüren wären. Aber es wäre wahrscheinlich so viel Arbeit gewesen, wenn man bedenkt, wie kurz das eigentlich nur ist. Ah, wir haben Lilie nicht mehr vorne, ne? Naja, dann eben so. Aber ich glaube, Stärke wäre hier die bessere Wahl gewesen. Ist beides neutral. Wir hätten halt auch Schaufel drauf einsetzen können. Aber jetzt ist es wenigstens besiegt. Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Wir sind verwirrt. Na, da bin ich jetzt immer gespannt. Ob du dich irgendwann dazu aufraffen kannst, anzugreifen, bevor der Kampf vorbei ist, oder muss Banane jetzt alles alleine machen? Um das Demob sollten wir uns kümmern. Demobs kann Eisattacken lernen. Kann es wahrscheinlich auch. Ich meine, es ist zum Teil ein Eis-Pokémon. Natürlich kann es Eisattacken lernen. Ich meine, das ist zwar nicht gegeben. So halt, ich meine, Sandan kann bis zur vierten Gender oder bis zur 8. Gen, glaube ich, keine einzige Bodenattacke per Level ablernen. Aber man sollte für gewöhnlich davon ausgehen, dass ein Eis-Pokémon noch Eisattacken lernt. Ich meine, gut, bei Seemobs weiß ich's. Ich hatte oft genug eins. Sieht wohl so aus, als müsste Banane hier wirklich alles immer lang machen, wa? Oh, schön. Da ist jemand nicht mehr verwirrt. Tada! Noch ein Doppelkampf. Naja, wir haben hier kein Sonnenlicht mehr. Es ist ja egal, ob wir Lilie vorne haben oder nicht. Können Erlo das auch weitermachen.
Das ist dann ja egal. Mal gucken, habt ihr zwei wieder einen Tintoxer dabei, einen Seemops und einen Sternwirt. Damit werden wir wenigstens schnell fertig. Das sollte nicht allzu lange dauern. Einmal und zweimal, let's go. Sag ich doch. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nach oben geguckt. Da werde ich da nichts mehr sehen. Na, er hat nur Pilippa. Ich glaube, das können wir am besten mit Fliegen und mit Aeroas bearbeiten. Pilippa dürfte defensiv jetzt auch nicht so... Wobei, Pilippa ist eigentlich defensiv ziemlich gut. Das ist halt eher an den Offensivschwerten schlecht. Toll. Das hätte ich mir schenken können. Dann bleiben wir bei Aeroas. Mal sehen, es kann Horta, Schutzschild und Weißnebel. Das klingt für mich ein bisschen so, als wenn es nur eine einzige Angriffsattacke hätte. Aber es ist Pilippa. Falls es überhaupt eine Angriffsattacke kann, meistens nimmt man Horta mit Aufzehrer oder mit... Mit Verzehrer und... Da gehört noch eine andere Attacke zu, aber ich habe gerade den Namen vergessen. So halt, Horta kann man maximal dreimal einsetzen. Und je öfter man Horta eingesetzt hat, desto stärker sind diese beiden Attacken dann. Mit Verzehrer kann man dann... Entfessler, so hieß die Attacke. Mit Entfessler kann man dann halt angreifen und mit Verzehrer kann man das Gehortete quasi verzehren und sich KP auffüllen. Je nachdem, wie viel man gehortet hat, umso stärker ist es dann. Und das lernt man meistens alles direkt hintereinander. Weil die Attacken halt auch nur zusammen Sinn ergeben. Also wäre es gut möglich, dass es eine von den beiden Attacken noch kann. Sag mal, sind wir bald mal da? Das kommt mir doch ein bisschen sehr weit vor. Also ich finde, wir haben genug Trainer für heute gesehen. Und warum müssen sie alle einen Tintoxer haben? Da brauchen wir immer so lange für. Ist das nervig? Naja. Haben wir das zumindest auch erledigt. Ein Tintoxer weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Gute Güte, stehen die hier für irgendwas Schlange? Kommen wir uns da durch. Ein Hibiskus. Sieht man auch nicht so oft. Wenn Hibiskus doch nicht so tot aussehen würde. So. Nächster. Gott, hoffentlich sind wir bald da. Da oben müsste es weiter zum Himmelturm gehen. Gott, Azumere sieht immer so aus, als hättest du gute Laune und willst umherhüpfen. War ja direkt neidisch. Kümmern wir uns erstmal um Wingull. Nicht, dass das mit Flügelschlag ankommt. Wäre doof. Würde ich doof finden.
Wenigstens haben die in solchen Doppelkämpfen meistens auch mal nur so ein oder zwei Pokémon. Da geht das wenigstens relativ schnell. So. Und das war Azumarill. Ach Gott, wir sind endlich da. Hallo, Flussbrunn. Ey, wie komisch, dass man hier nicht rumlaufen kann. Wir können nur gehen. So, ich würde sagen, dann gehen wir nochmal Rayquaza erwecken, nicht wahr? Checken wir nochmal kurz, ob Wonder Island da ist. Was ist das Haus hier? Nein. Habt ihr irgendwas? Nö. Hier gibt es auch noch die Rückkehr-TM und die Frustrations-TM. Irgendwo hier auf der kleinen Flussinsel hier. Aber ich bin jetzt gerade nicht in Stimmung, danach zu gucken. Wir haben einen strikten Zeitplan. Und zudem gehört, dass wir jetzt erstmal Rayquaza befreien. Was heißt befreien? Ich glaube, es muss nicht befreit werden. Hierzu. Ja, bitte, Mario, halt's Maul. Wir müssen die Welt retten. Den Ort haben sie, glaube ich, auch ein bisschen redesigned. Der sieht, glaube ich, in Smaragd ein bisschen anders aus als in Rubin und Saphir. Die Tür ist zu. Warum ist die Tür zu? Habe ich irgendwas verpasst? Bisschen nach 10. Haben wir mit dem falschen NPC gesprochen? Ich glaube, wir hätten noch mit... Da war doch keiner mehr, mit dem wir reden konnten, oder? Naja, wenigstens haben wir den Weg schon freigeräumt. Ach, Schutz haben wir ja noch drauf. Gut. Hier leben die... Ach, da ist der Troll. Ja. Diese kämpfende Pokémon, Groudon und Kyogre. Diese uralten Pokémon sind aus einem langen Schlaf erwacht. Und nun treffen sie mit ihren unkontrollierbaren Kräften aufeinander. Sefi, da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du bereit bist, uns aus dieser Krise zu helfen. Da ist jemand, den ich dir gerne vorstellen möchte. Komm bitte mit. Ja, das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Hör zu, Sefi. Wenn du dir Groudon und Kyogre anschaust, meinst du dann, dass man Pokémon fürchten muss? Nein, das muss man nicht. Pokémon sind vielmehr... Warum ich dich das frage? Die Antwort kennst du bereits. Okay, wir sind da. Innen wirst du jemanden namens Vasilid finden. Ich glaube, du besitzt, was nötig ist, um ihm zu helfen. Die Höhle haben sie, glaube ich, auch ein bisschen umgebaut. Ah, sieht noch genauso aus wie vorher. Nur ein bisschen kürzer. Hi. Ah, du bist also Sefi. Ich habe schon von deinen Heldentaten gehört. Ich heiße Vasili. Früher war ich Arenator in Cineroville, aber dann ist etwas passiert. Daher habe ich meinen Mentor Juan die Arena übergeben. Groudon und Kyogre, die beiden Pokémon, die hier für Chaos sorgen, sind uralte Pokémon. Aber es gibt nicht nur zwei alte Pokémon. Es gibt noch ein drittes. Irgendwo. Irgendwo gibt es das uralte Pokémon Rayquaza. Die Legende besagt, dass es Rayquaza war, das die beiden Gegner damals beruhigte. Aber ich weiß auch nicht, wo sich Rayquaza aufhält. Du weißt vielleicht, wo sich Rayquaza aufhält, Sefi? Wenn ja, dann sag es mir bitte, beim Himmelturm, sag ich doch die ganze Zeit. Der Himmelturm? Das ist es. Es kann nur der Himmelturm sein. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Sefi. Wir müssen sofort zum Himmelturm. Ja, wir waren schon zwei Schritte voraus. Naja. Dann haben wir immerhin schon mal das Meer durchkämpft, die Trainer da besiegt. Ist doch auch nicht schlecht. Das kann uns keiner nehmen. Gut, beim nächsten Mal sehen wir uns dann. Beim Himmelturm wieder, dann erwecken wir Rayquaza, bringen die beiden Streithähne endlich mal auseinander. Und dann gibt es schon unseren nächsten Ordenkampf. Ist auch gleichzeitig der letzte, dann haben wir nämlich 8 Orden und dann geht's zur Pokémon-Liga. Wird also mega spannend. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich werde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!